Hallo, mein Name ist Sebastian Schäfer. Ich bin PGA-Golflehrer und begrüße dich heute hier bei mir im Fitting-Studio, wo ich dir ein bisschen was über Hybride erzählen möchte und dir vielleicht bei der Auswahl deines nächsten Hybrids behilflich sein kann. Hybride sind, wie der Name schon sagt, eine Mischform aus Fairway-Hölzern und Eisen und ein super Ersatz, wenn eben die Eisen dich nicht mehr wirklich voranbringen. Im vorhergehenden Video habe ich dir schon ein bisschen zeigen wollen, ab wann es sinnvoll ist, einen Hybrid zu spielen. Und hier möchte ich dir noch ein bisschen die Auswahl geben, welche Art von Hybrid wird es, welchen Loft nimmst du vielleicht. Grundsätzlich lässt sich erstmal zwischen zwei Hybridarten unterscheiden. Die kannst du dir optisch schon relativ gut vorstellen. Es gibt einmal die Hybride, die eben deutlich mehr in Richtung eines Fairway-Holzes gehen, einen etwas ausladernden Kopf nach hinten haben, einfach breiter wirken, auch in der Ansprechposition und von der Seite gesehen etwas flacher. Dann gibt es die Hybride, die eben etwas höher wirken von der Seite, dafür eben keinen ausladenden Kopf mehr haben, sondern eine deutlich kompaktere Bauart. Diese erzielen generell einen eher bohrenden Ballflug, ein bisschen flacheren Ballflug, sind also von der Idee, wie sie fliegen, eher an einem Eisen dran, die weit ausladenden eher an einem Fairway-Holz. Sie machen es dir also wieder leichter, den Ball in die Luft zu bekommen. Genau da solltest du dir auch die Frage stellen, wenn du eben ein guter Eisenspieler bist, der in der Lage ist, auch seine langen Eisen immer noch nach vorne zu bringen, dann ist vielleicht eine etwas kompaktere Bauart, die eben mehr an ein Eisen ähnelt, für dich besser. Ja, du wirst mehr Kontrolle haben bei den Schlägen ins Grün. Auch bei Wind geht der Ball dir nicht ganz so hoch weg. Wenn dein längstes Eisen zum Beispiel nur noch das Eisen 7, Eisen 6 ist, du merkst, okay, ab da fällt es mir eben schwer, den Ball in die Luft zu kriegen, dann geh in die etwas einfachere Art und Weise von Hybrid, die mit dem etwas ausladenderen Kopf, dem tieferen Schwerpunkt, die helfen dir dabei, deinen Ball in die Luft zu bekommen und trotzdem eben noch eine vernünftige Länge zu erzielen. Wie viel Hybride du nimmst, das hängt dann ganz stark davon ab, wie deine Längenunterschiede sind. Ja, bedeutet 4-5 Grad auseinander solltest du auf jeden Fall sein, sonst ist der Unterschied einfach zwischen den Schlägern deutlich zu klein. Viel weiter solltest du eben nur sein, wenn du den Ball nicht sehr lang schlagen kannst. Dann kannst du durchaus auch mal vielleicht 6-7 Grad zwischen den Schlägern nehmen und etwas weiter staffeln. Dann brauchst du tatsächlich, das merkst du schon, wenn du das zusammenrechnest, oben raus nicht mehr so viele lange Schläger. Ja, dann kann es gut sein, dass dir der Driver, ein Fairway-Holz, ein Hybrid auch tatsächlich völlig ausreichen. Ob du jetzt mehr Hybride oder Fairway-Hölzer nimmst, liegt dann auch ein bisschen an deinem persönlichen Schwungtyp. Bist du eher der Typ, der ein bisschen steiler schwingt, vielleicht etwas mehr Divot nimmt, dann wirst du sicherlich mit den Hybriden etwas mehr Gefallen haben. Wenn du eben mehr der Spieler bist, der den Ball vom Boden wischt, dann kann es durchaus sein, dass dir eben die Fairway-Hölzer besser zusagen. Und dann kann es gut sein, dass du eben nur einen Hybrid nimmst und dann vielleicht eins, zwei oder drei Fairway-Hölzer, je nachdem, was dir persönlich gut gefällt. Die Hybride, die gibt es mittlerweile in ganz vielen verschiedenen Loft-Variationen. Und es ist völlig normal und üblich, dass eben ein modernes Golfbag aussieht wie ein bunter Blumenstrauß mit ganz vielen Headcovern. Also scheu dich nicht davor, auch eben deine langen Eisen und vielleicht auch deine mittleren Eisen mit Hybriden zu ersetzen. Das kann dein Spiel auf jeden Fall nach vorne bringen und einfacher machen. Ich wünsche dir viel Spaß damit und probier einfach aus, welche Hybride am besten zu dir passen.